Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM UFO Defense. Ich warte hier mal ein bisschen, bis der Morgen über Moskau graut. Und dann abfangen. Lightning 1 aus der Mother Base. Ab auf die Terrormission. Mission beginnen. Ja, ich bitte darum. Wir haben jetzt hier jeden mit einem schweren Plasma rumrennen. Das ist gut. Es kriegt von mir ein paar Leute, die die Rauchgranaten in der Hand haben. Oh shit, es ist doch noch dunkel. Und ich habe die Leuchtkörper nicht verteilt. Das kann ja heiter werden. Wollen wir den Rauchgranaten? Ja, wieder hier unten alle, ne? Granate scharf machen. Wüdern. Granate werfen. Okay, du siehst ein Sektoid. Ich möchte aber erstmal, dass du die Granate hier hinwirfst und dann in Deckung gehst. So, Granate scharf machen. Zeiteinheit 0. Dann gehst du bitte hier hin. Granate werfen, 13 Zeiteinheiten, ernsthaft. Ist das dein fucking Ernst? Okay, jetzt müssen wir uns mal um diesen Sektoid kümmern. Andrea. Schuss für 15 Zeiteinheiten. Das heißt, du kannst auch in die Hocke gehen. Und einmal schön durchs Fenster schießen. Das war wunderschön. Aber auch den Sektoid erledigen. Braves Mädchen. Braves Mädchen. So. Alice. Der Schuss ging knapp vorbei. Schnell Schuss. Das hätte Alice fast das Leben gekostet. Dann schaust du mal bitte noch hier oben in die Richtung. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich mag die schweren Plasmagewehre. Haben bisher definitiv einen guten Eindruck gemacht. Nochmal raus. Du kannst einen sehen. Snooze. Nein. Habe ich jetzt ernsthaft die Runde beendet? Ah. Das war absolut nicht meine Absicht. Ich wollte mich doch noch so weit bewegen.
Ich hatte doch erst die Hälfte meiner Truppen rumgeschickt. Snoop, na. Danke, Snooze. Naja, gut. Der Fehler ist jetzt mal passiert. Ziemlich genau mit der Hälfte meiner Truppen habe ich mich bewegt. Das ist ja jetzt echt doof. Das ist ja richtig doof. Okay, du siehst ihn wieder. Eigentlich wollte ich das schon letzte Runde machen. Okay. Das heißt aber jetzt, wir haben hier eine scharf gemachte Rauchgranate. Die möchte ich jetzt dann bitte auch irgendwie halbwegs sinnvoll einsetzen. Und zwar möchte ich, dass du die Granate hier hinwirfst. Eigentlich wäre es vielleicht fast ein bisschen sinnvoller gewesen, noch ein Stück weiter nach da oben. Aber das habe ich halt nicht gemacht. Jetzt muss ich damit leben. Zeiteinheitenreserve vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, Snooze. Leg dich mal noch ein bisschen weiter vor. Nicht genügend zu. Aha. Okay. Dann halt so. Nicht genügend Zeiteinheiten für einen Autoschuss. Dann bleibst du halt stehen. So. Und ich habe gehört, wir arbeiten uns jetzt hier mal durch die Wand durch. So, Wüdern darf hier schon mal verteidigen. Helga. Hast letztes Match ja den finalen Schuss erledigt. Warum ist da oben ein Loch im Fenster? In der Wand? Oder ist das einfach nur ein Bereich, den wir nicht sehen? Ich glaube, das ist einfach nur ein Bereich, den wir nicht sehen. So, du stellst dich schon mal hier vor die Tür. Dann kannst du nächste Runde hier einfach reinplatzen. Es gefällt mir irgendwie nicht, dass ich die Leuchtkörper nicht mitgenommen habe. Hi! Na, auch hier. Nett, dich kennenzulernen. Nicht. Schuss. Okay, erledigt. Sehr gut, Gamer Neighbor. Das war saubere Arbeit. Ravi. Okay, hier unten ist die Karte zu Ende. Das heißt, ich brauche prinzipiell oben echt auch noch Leute. Dann bewegst du dich einfach mal mit nach vorne. Du kannst dich echt weit bewegen, Ravi. Richtig weit bewegen. Andrea. Die gebührt die Ehre, um das Gebäude herumzulaufen. Möchte ich hier oben auch noch haben. Haben wir auf jeden Fall auch schon mal eine Rauchgranate zur Verfügung noch. Und dann noch jemanden fürs Haus.
damit bin ich ganz gut aufgestellt. Hier haben wir einmal unsere Rauchgranate. Sehr angenehm. Mal schauen, wie viele Zivilisten jetzt sterben. Einer. Zwei. Noch einer vielleicht. Okay. Helga. Leider kannst du dich nicht so weit bewegen. Das ist richtig schade. Aber es sind ja momentan hauptsächlich Sektoids. Das Problem ist bloß, dass die halt auch diese blöde Psi-Kraft haben. Das heißt, wenn es blöd läuft, dann haben wir es hier mit Gedankenkontrolle und anderem Schwachsinn zu tun. Und das mag mir nicht so ganz gefallen. Aber wie gesagt, man sucht sich's ja nicht aus. Wir könnten es genauso gut mit Mutons zu tun haben, die dafür dann das Vierfache aushalten. Granate scharf machen. Granate auch noch werfen. Kannst du die zum Beispiel auch hier hinwerfen? Ja, wunderbar. So gefällt mir das. So, Ravi, du darfst auch mit nach vorne. Du magst das hier an vorderster Front. Okay, Wödern. Schnellen Schuss mal hier auf die Kiste. Kannst du da jetzt durch? Ich weiß es nicht. Wir schicken einfach Mikhail. Mikhail. Ich glaube, dass man Mikhail anders ausschreibt. Und du siehst wieder einen. Hier sind ja lauter Sniper am Start. Ich bin beeindruckt. Das läuft echt geschmeidig. So viel zu dem Thema. Ich glaube, Wödern darf sich dann nächste Runde hier rum kümmern. Ich möchte Gunther jetzt nicht zu weit vorschicken, weil das Alien sieht uns definitiv weiter als wir es sehen. Komm, Wödern und Gamer Neighbor, ihr seid doch ein tolles Team. Ihr könnt doch zusammenarbeiten an was auch immer da kommt. Paul. Ah, nachdem du die Zeiteinheiten eh verschwendet hast. Okay. Neue Deckung aufgebaut.
Okay, Snooze. Da solltest du vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Mal schauen, ob ich dir da irgendwie Rückendeckung beschaffen kann. Was macht ihr beide da bitte in der Kammer? Kann ich die Rückendeckung beschaffen? Wolfgang Ulbricht. Er ist aber halt auch ein ganzes Stück entfernt. Und Alice Little. Okay, wir haben es hier mit einer Cyberdisk zu tun. Geh mal bitte in die Hocke. Und bitte zwei Schnellschüsse hier drauf abfeuern. Okay. Ich mag das schwere Plasma. Das ist eine wunderschöne Waffe. Kann man echt nicht anders sagen. Alice, du darfst noch so weit nach vorne, wie es hier möglich ist. Perfekt. Und wir arbeiten uns jetzt hier ein Stück weiter die Hauptstraße entlang. Und ja, hi. Guck mal, was ich hier für dich hab. Ein Streifschuss und ein Volltreffer. Wie kann sich so wunderschön weit bewegen? Okay. So, hier unten brennt ein bisschen die Hütte, habe ich gehört. Helga? Das war eigentlich nicht so geplant. Ich wollte eigentlich Gamer Neighbor auswählen. Okay, Cyberdisk. Wir arbeiten mal wieder über Schnellschüsse. Kannst du in irgendeiner Art und Weise auf dieses, keine Visierlinie, auf diese Cyberdisk schießen? Jetzt siehst du es auf jeden Fall. Keine Visierlinie. Ah, das ist doch Kacke. Du explodierst gar nicht? Wieso explodierst du nicht? Du hast mir ein bisschen Angst, wenn du nicht explodierst. Also nicht, dass ich dafür bin, dass du unbedingt explodierst. Aber wenn du nicht das tust, was du eigentlich tun solltest, was du aus meiner Erfahrung her tust, ist auch fast kein komplizierter Satzbau, den ich hier verwende. Dann machst du mir ein bisschen Angst, weil dann unter Umständen andere Sachen passieren. Dann, wenn nicht das passiert, was ich erwarte, dann kann quasi alles passieren. Und das ist ein bisschen beängstigend.
Okay, aber es scheinen nicht mehr allzu viele Aliens unterwegs zu sein. Denn erstens waren die Menschen, also die Zivilisten, relativ schnell von der Bewegung her dran. Und zweitens haben wir keine Schüsse mehr gehört. Schauen wir mal kurz. Die haben halt auch zwei große Lagerhäuser hier. Das ist. Hier oben ist, glaube ich, dann die Map auch zu Ende, oder? Ach, sehen wir nicht. Kann sein, muss nicht sein. Und auch wie weit die Straße geht, wissen wir nicht. Ist ja toll. Okay, Ravi. Du darfst mal wieder vor. Und du siehst ein Alien. Dann gehst du mal bitte in die Hocke. Jetzt zeigst du mal, was ein Hauptmann so kann. Na, scheinbar doch nicht so viel. Du dürftest eine Visierlinie haben. Knapp dran vorbeigeschossen. Ganz weit weg. Ja, genau. Hi. Alex, du. Nein, nicht. Ah! No. Das wird böse. Das wird ganz, ganz böse. Und da ist auch noch eine Cyberdisk. Stehst gerade noch und geh bitte in die Hocke. Und weißt du was? Du schaust mal in die Richtung, dass ich auch sehe, was von da kommt. Hier steht natürlich so wunderschön abseits. Da kamen zwei Leute raus. Ich glaube nicht, dass sich da drin ein Alien versteckt. Keine Visierlinie, du sollst. Auch einfach nur die Wand kaputt schießen. Geh mal zwei Schritte vor. Und dann mit einem Schnellschuss schießt du bitte diese Wand kaputt. Wildes Rumgeklicke hilft in der Situation auch ganz, ganz gut weiter. Oh Mann, da oben haben wir, ich denke mal, zwei Sektoids und eine Cyberdisk. Das will mir nicht so wirklich gefallen. Oh, und ich sehe schon, wir sind eigentlich schon gut über der Zeit. Ich schaue mal, dass ich meine Bewegung hier noch fertig kriege. Dass ich in der nächsten Folge sofort weiß, die Runde war zu Ende. Wir können einfach weitermachen. Ja, Gamer Neighbor. Du bewegst dich auch mal mit nach hier oben. Ich glaube, da oben wird gleich nächste Runde ein Massaker passieren. Aber das werdet ihr erst morgen sehen. Oder, nee, übermorgen. Also in der nächsten Folge. Sagen wir einfach in der nächsten Folge.
Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Und sag einfach bis dahin und ciao.